Was geht ab, Dirties? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin hier gerade auf der Baustelle. Wir gehen jetzt mal rein in unsere Wohnung, denn es ist schon soweit. Wir machen sauber. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Heizung, beziehungsweise alle Vorrichtungen für die Heizung sind schon da. Aber der Schornsteinfeger muss noch kommen und einmal absegnen, dass wir die Heizung anmachen dürfen. Also Shawnee, falls du das siehst, komm doch gerne mal vorbei. So, hier wird schon fleißig gearbeitet. Vati weiß jetzt schon nicht weiter. Ich auch nicht, Alter. Alter, Mirelle sollte die Füße da anbauen und sie hat die Füße so einfach genau falsch herum angebaut. Nee, Mausel. Verlass meine Bude. Ich habe schon für die ganze Familie, nicht nur für die ganze Familie, für die ganze Nachbarschaft, Gläser gekauft. Ja, ich mag das nicht, wenn Gläser aus verschiedenen Herkunften stammen. Nee, warte. Verschiedene Formen und sowas haben. Deswegen dachte ich mir, ich hole direkt von einer Sorte alle in allen verschiedenen Größen, Sorten, Formen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe gerade mal meine Waschmaschine hier angeguckt und ich bin jetzt schon überfordert. Könnt ihr mir sagen, was ich drücken soll? Was macht man denn für so ein Schnellprogramm? Was drückt man hier? Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommis. Ja, ich werde jetzt öfter eure Hilfe im Haushalt gebrauchen. Malik, was? Nein. Du machst den Schrank jetzt? Ey, fuck, Alter. Fati war eben ganz schlau und hat die Anleitung angeguckt und meinte, wir fangen bei Schritt 1 an. Nee, das ist wirklich sehr schlau. Ja, dann viel Glück euch. Ich habe mir so einen Einklappeimer geholt und ich wollte euch mal zeigen, wie toll der sich einklappen lässt. Nee, super. Ja. Wie heißt der Knülleimer? Ja, Knüllepups. Ja, das erinnert mich voll an diese, weiß noch, diese Tuschbecher von früher. Ja, Mann. Nein, weiß ich gar nicht, was du meinst. Ich schaff das. Warum tust du dann so? Ja. Was soll das? Mauselos, versuch mal dein Glück. Also Mädels, ich muss los. Und ich sage euch ehrlich, von Herzen, ohne jetzt zu pushen, ich glaube nicht, dass ihr das fertig kriegt. Und nicht auf den, ey, mach jetzt. Ich glaube, das ist zu kompliziert für euch. Was redest du? Wir haben unseren Packschrank selber aufgebaut. Das Problem ist, wir haben nur noch 2 Stunden Sport auf. Mirelle, los geht's. Ah, oh, das hat so weh. Malik, du musst gehen. Ey, eine Zahnbürste. Okay, wo fangen wir an? Mausel, eine Zahnbürste? Ja. Für dein Pferdemaul? Nein, für mich. Ja, für dein Pferdemaul. Ey, ich liebe den Song. Mausel. Oh, das ist total deins. Kann das sein? Los geht's. Auf ein Protein. Ich wollte meine machen, aber gut, dann auch mit deiner Hand. Hast du der Bruder? Ja. Spaß, jetzt geht das richtige Training los. Geschafft. Ja, endlich. Achso. Nach dem Fitness heißt für uns noch lange nicht Pause. Denn wir bauen weiter. Genau, so sieht's aus. Bis die Nacht uns um die Ohren pfeift. Aktueller Stand. Morning. Heute geht's für uns ab nach Berlin. Ey, du weißt, was ich hasse? Wenn die Hose so auf dem Boden hängt und ich weiß ja, wie man vielleicht hingeht. Oh, no. Mausel, was sagen wir denn dazu? Das ist doch wirklich mal ein Raum vom Feinsten, ja, oder? Ja, das ist schickilacki. Das ist aber wirklich, ne? Da will ich ja glatt hier mal so ein bisschen arbeiten. Ach, Dirties, wie es immer so ist, jetzt ist es 21 Uhr. Ich wollte euch heute eigentlich mitnehmen. Ich hatte nämlich heute einen Livestream mit Samsung. Und es war richtig cool, Alter. Für euch übrigens, es ist richtig cool. Für euch übrigens, schaltet ruhig mal bei... Für euch übrigens, es... Mausel, ja. Wie soll ich das noch sagen? Schaut auf jeden Fall mal bei den Samsung-Livestreams vorbei. Es gibt immer was Cooles zu gewinnen. Heute hat eine aus meiner Community von den Dirties ein S24 gewonnen. Und ja, auf jeden Fall haben Mirelle und ich morgen einen Dreh zusammen. Beziehungsweise nicht zusammen. Wir machen morgen mit Samsung eine Schnipseljagd. Wusstet ihr, dass es Schnipseljagd heißt? Auf aber jeden ich Fall. Sag trotzdem Schnitzel. Okay. Ich bin so aufgewachsen. Ich auch. Ja. Such das Schnitzel. Ja. So. Ja, wir haben erfahren, dass wir nicht in einem Team sind. Und ich weinte leise, aber... Du weintest. Ja. Auf jeden Fall hoffe ich dann, dass ich es morgen schaffe, euch ein bisschen mitzunehmen. Liebe Grüße, gute Nacht. Liebe Grüße, gute Nacht. Komm, Dude, zeig mal, was du drauf hast. Mit was jetzt? Ich kann so viel. Tanzen, singen. mach mal einen Backflip, Rolled Triple Beat. Alles klar, Moment. Kennst du diese Videos von diesen Frauen, die so sich über irgendwas rüberrollen? Mach das mal, so parkourmäßig. Mausel. Mausel. So, genau. Okay, ihr Lieben, wer hat den
Parcours... Oh, nochmal hinterm Fernseher durch. Wer hat den Parcours besser gemeistert? Ich oder Luisa Spretz in den Kommis? Wir sind jetzt am Set. Wir haben uns das beste Wetter in Berlin ausgesucht. Richtig bescheiden. Team baut hier gerade auf. Wir suchen jetzt das Klo. Wo ist das Klo? Geht's hier hin? Ach, in den Lagerbereich. Ich geh mal kurz da. Moment, ja. Mausel, was hast du die letzte halbe Stunde gemacht? So, wir haben jetzt gerade ein bisschen Mittagspause. Gleich haben wir noch zwei Challenges vor uns. Mirel, wie läuft's bei dir im Team? Besser als bei dir, würde ich sagen. Ich habe Mirel vorhin geschrieben, ich meinte so, ey, sag mal, seid ihr schon da und da? Aber sie hat mir nichts verraten. Und ich dachte, Blut wäre dicker als Wasser, aber heute wohl nicht. So, du die Maus, dann zeig mal ein paar Tricks jetzt. Und let's go. Hey, yo, yo, yo. Oh, und Kabelsalat. Das Team bricht wieder auf zur allerletzten Challenge-Stude und dann ab nach Hause, ne? Ja. Wir haben jetzt Feierabend, wir sind jetzt am Bahnhof und holen uns noch ein paar Snacks. Genau, du, such dir was aus. Ich schau was Festes. Ja, du brauchst was Festes. Ja, Maus! Ja, so ein Riegel. Protein für die Massephase. Gar keinen Bock, ich will echt was Leckeres. Mausel, was stehst du hier? Dafür brauchst du einen Ofen. Mausel, ich überlege mir, Gnocchi zu machen. Einfach so ein bisschen Soße und dann rein. Ja, oder so eine Schupfnudel auf Snackbasis. Ja. So, ihr Lieben, wir sind jetzt in der Bahn. Oder Maus, magst du mir mal ganz kurz helfen? Oh. Was ist denn da jetzt passiert? Haben wir da ein Kabelproblem? Ja. Technisches. Ein technisches Kabelproblem. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so schnell beheben kann. So, Maus. Wie viel Schokolade da noch? Magst du mal ganz kurz, was habe ich? Schokolade. Wer Schokolade? Schokolade hier. Magst du mal ganz kurz das Sportrestaurant vorstellen? Wir haben einmal Koala-Bären, die Schatzsuche. Hast du den Schatz schon gefunden? Nee, der Schatz. Er sitzt gleich neben dir, oder? Ich liebe Reiswaffeln mit Zartbitter. Zartbitter, du bist Team Vollmilch. Ich bin Team Vollmilch. Nee, Team Joghurt ist da drauf. Direkt von Berlin ging's zurück. Und zwar nicht in die gewohnte Umgebung, sondern in unsere Wohnung. Ja, yeah. Ich würde mal sagen, es ist soweit. Wir übernachten heute das erste Mal hier drin. Wir haben zwar noch keine Heizung, aber wir haben hier so eine Wärmelüfter. Wir können, um ehrlich zu sein, einfach nicht mehr abwarten. Wir wollen jetzt einfach mal hier drin pennen. Und Fatih meinte gerade so, heiz schon mal den Ofen vor, ne? Wir machen uns gleich hier so ein Erzo-Pizza-Pizzen gekauft. Ey, Digga, ich bin total überfordert, denn wie mache ich jetzt den Ofen an? Ein richtig, richtig krasses Gefühl. Ich freue mich so heftig. Ihr müsst mal überlegen. Wir haben einfach über ein halbes Jahr gewartet, bis wir einziehen können. Jetzt ist es endlich soweit. Das ist schon so richtig unfassbar, ey, wirklich. Könnt ihr euch noch an den Vlog erinnern, als Fatih und ich gesagt haben, dass wir uns eine 3.000-Euro-Matratze gekauft haben? Mach mal du deine Runde. Weißt du, was ich gerade gesehen habe? -15% nur. Du, da freuen wir uns ja bei 3.000 Euro. Digga, heute schlafen wir zum ersten Mal drauf. Ich will euch die ganze Wohnung noch nicht zeigen, weil ich halt auch... Na, ich meine, ich bin Influencerin. Ja, da kommt eine Fancy-Room-Tour, wenn alles fertig ist. Und es ist halt noch nicht alles fertig. Bruder. Okay, vorheizen. Was mache ich hier? Warum, Bruder? Was muss ich tun? Schauen wir mal, was wird, nicht? Ich habe noch nicht mal Backpapier. Egal. Ich wollte meine erste Geschirrspülsituation hier machen. Und ich habe mich gefragt, macht man das auf? Da ist ja immer so Plastik drum. Ich habe keine Ahnung. Hier ist so ein Licht, was mir anzeigt, wie lange mein Geschirrspüler noch dauert. Das ist ja der Wahnsinn. Läuft die jetzt schon? Hallo? Ja, jetzt geht's los. Bitte guckt euch an, was ihr getan habt. Bitte sagt's jetzt. Ich habe einfach unser Geschirr damit gewaschen, obwohl das für Fenster und Boden ist. Digga, aber mal ernst. Das sieht aus wie Klarspüler. Ja, du hast keine Ahnung. Oh. Das für Fenster und Boden. Ich. Mach weg. Ich würde nicht von unserem Teller essen, sag ich dir ehrlich, das mache ich mit Absicht, damit deine Familie nicht mehr rüberkommt. Ey, das ist nicht dein Ernst, oder? Mit Glanzspiritus. Scheiße. 19 Minuten? Ich bin verhungert. Ja, ich auch. Ja, aber du machst, Babe, du machst doch 37 Minuten Vorheizen. Babe, deine Tiefkühlpizzen sind immer noch kalt, Digga. Das Ding ist neu, das macht es in 2 Minuten. Nee. Du brauchst nicht wie bei dir zu Hause 18 Minuten Vorheizen. Hier, bring den Müll raus. Mach ich. Die Aufgabe eines Mannes. Kann ich kurz deine Aufmerksamkeit haben? Ist Spielpause da? Ja. Falls ich dir mal sagen sollte, hey, yeah. Hey, yeah. Ihr Mofo. Nein, falls ich dir mal sage, ey, die Gäste kommen gleich, deck schon mal den Tisch, damit du weißt, wo unsere Teller sind. Oha, oha. Ich hab da noch nie reingeguckt. Hast du nie reingeguckt, war klar. Noch nie. Meine Schöne. Bowl. Deine Bowl. Nehmen wir das für Pizza? Uff. Ja, von der Länge her könnte es knapp werden. Da! Welche? Die? Nein, Mann, das ist ein Präsentationsteller, wenn Leute kommen. Da machst du so viel. Nein, Digga, nein. Das passt. Das passt perfekt. Ja, okay. Du blau, ich rosa oder anders? Ja! Was ist das für eine Unordnung hier? Was ist das für ein Chaos? Junge, warte mal ganz kurz. Das, was du, das alles du hier, was das? Ich weiß gar nicht, ob ich das wegschmeißen darf. Junge, was? Da war gut, gecheckt. Oh mein Gott, sie hat mich einfach hängen lassen. So, Dödis. Die erste Tiefkühlpizza lassen wir uns jetzt schmecken, gucken dabei, was auch sonst, Fußball.
Ja, das war's auch mit meinem Vlog. Nee, ich füge einfach das Ende von meinem Bruder wieder ein. Signori e signori, wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann lassen Sie gerne ein Like da oder ein Abo. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch und bis zum nächsten Mal.